Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Wetterburg und Bad Arolsen sind am Dienstag eine 66-Jährige und eine 27-Jährige aus der Brockstadt schwer verletzt worden. Ein 40-Jähriger Bad Arolser und zwei Jungen wurden mit leichteren Verletzungen ins Stadtkrankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei war die 66-Jährige mit ihrem Mercedes gegen 16.30 Uhr in Richtung Bad Arolsen unterwegs, als sie aus nur ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort zunächst den Audi touchierte. Danach stieß sie frontal mit dem folgenden Geländewagen der 27-Jährigen zusammen. Die Feuerwehr Bad Arolsen war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die beiden schwer verletzten Frauen mussten mit Rettungsschubschraubern in Kliniken geflogen werden.